Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Below Zero. So, wir haben einiges zu bauen. Dann holen wir uns mal Teile. So, Fasern. Ja, wir nehmen mal das, wir nehmen das und das. Und wir nehmen ein bisschen mehr. Ja, eins lassen wir da. So, und dann würde ich mal sagen, wir bringen das rüber. Und wo ist denn der Kasten mit den Halbprodukten? Hier, Halbfertigprodukte. So, da packen wir mal das rein. Wir nehmen mal das und das und das. So, dann nehmen wir das nochmal raus. So, als erstes würde ich sagen, wir machen unseren Anzug. So, ein kleines Anzüglein. Oh, wie anzüglich. Nein, das da will ich machen. Ach so, ja, Kopfverdraht. So, falls man im Hintergrund, ich werde versuchen, über die Rauschunterdrückung einiges zu erreichen, aber ich kann es nicht versprechen. Ionenenergiezelle. So, wir machen den Anzug als erstes mal. Wegen der Rauschunterdrückung, ja, ich kann nicht genau sagen, ja, ich versuche die Geräusche wegzukriegen. Ansonsten schauen wir mal, ich hoffe, es ist nur in dieser Folge dann. So, wir haben den Anzug an. Wir brauchen Pinguin, wir brauchen... Okay, Skelettteile. Da, wo kann man die denn hier bauen? So, da ist der Pinguin. Nö. Quantenkiste, genial. So, vielleicht sollten wir tatsächlich eine Quantenkiste bauen. Das könnten wir auch mal bauen. So, persönliches? Nö, persönlich sind ja... sind ja die Teile eher nicht. Seebahn? Nö, 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 nö. Crabs, ganz schön viel. Bam. Okay, gut. Wir bauen einen Pinguin. Wir brauchen einmal Kabelsatz. Ach, verdammt, jetzt haben wir das eh dabei. So, Kabelsatz. Dann nehmen wir davon einiges mit. Nein, 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 nein. Dann bauen wir einen Pinguin. Pinguin. So, was braucht man für die... Zuerst mal Kabelsatz. Kabelsatz, Kupferdraht. So, dann würde ich sagen, hier der Pinguin. Without spy penguins, scientists may have never discovered that penguins incubate their eggs in small cave burrows, often alongside thermal lily roots. Cool. Okay, so, dann brauchen wir jetzt noch eine Sternfeuerung. Dafür hier eine Sternfeuerung. Sollen wir dann gleich austesten? So. Was haben wir denn alles dabei? Ich würde das alles andere gerne jetzt mal ablegen. So, Halbfertigprodukte. Wo? Hier. So, das weg, die Faser weg. So, ich würde das deswegen gerne ausprobieren. Also nicht nur deswegen, aber auch deshalb, diesen wegen. So, Kopfer weg. So, den Pinguin würde ich echt gerne ausprobieren. Es gab auf dieser Data-Insel... So. Das ist doch super. So, auf dieser Data-Insel gab es eine kleine Höhle. Und ich glaube, mit diesem Pinguin-Ding kommen wir da rauf. So, mal schön einsteigen. So, pass auf. Wenn wir da jetzt rückwärts fahren. Haben wir uns da jetzt angedockt? Nö. Irgendwie. Oh, ich sehe das Problem. Ja, ui. So, und jetzt dran. Super. So. So, und jetzt schauen wir mal, wo haben wir die Data-Anleger? Ich möchte das gerne tatsächlich Anleger-Data. Anleger-Data, fahren wir mal
los. So, und dann würde ich gerne noch vielleicht runter. Ja, wir testen jetzt mal das. Wir testen das mal. So, Anleger-Data, super. So, wir haben wieder grandioses Wetter hier drin. Hallo. So, und da war irgendwo in einer dieser... Och, ist gleich wieder kalt. In einer dieser Höhlen. Der Marlilie. Hey. So, und in einer dieser Höhlen gab es so ein kleines Löchlein. Eher nicht. Wenn ich nur wüsste, wo das war. Wenn ich es nur wüsste. So, im Moment ist ja noch Tag, da ist alles wunderbar. So, ein kleines feines Schwefelbad. Da stehen die Pinguine rum. Noch ein Schwefelbad. Hey. So, da. Also, wir werden jetzt ein wenig herumlaufen auf der Insel. Sorry. Aber da war so ein kleines Löchlein irgendwo. So, wir können inzwischen die mal alle lösen. Ja, wunderbar. Ich weiß, aber. Pinguin. Wie viele Pinguine da rumrennen? Rein. So, da waren wir ja schon. So. Den Strand entlang. Vielleicht doch nach oben. Da gibt es ja keinen anderen Weg. Boah, jetzt wird es so widerlich neblig auch noch. So. Und dann müssen wir da den Weg wieder zurück. Hi, Pinguine! Ich mag die ja. Irgendwo in der Wand, da war irgendwo in der Wand so ein kleines Löchlein, wo ich mir gedacht habe, ja, man kann nicht crouchen, man kann nicht ducken. War mal hoffenlos. In eine Höhle rein. Nee. So, da ist ja auch eine Höhle. Schwefelkristall ist super. Weg ist das Titan. So, dann war das aber hier nicht. Da steht ein Wimpel. Verdammt, wo war diese Höhle? Ich bin mir sicher, da war diese Höhle. Hier waren wir schon mal.
nach rechts das Geblubber. So. Da waren wir schon überall. Station Data. Gut. So, wir haben Wasser gewonnen. Yeah. Okay, da geht's rauf zum Sendemast. Ist okay, aber... Jetzt auch zum Sendemast. Ist das zu auf mir? Ich glaube, da waren wir schon. Ja, ich glaube, da waren wir schon. Die Höhle, die Höhle. Ja, ja, kalt ist es, ich weiß. So. So. Na, da wieder runter. Das hilft ja nichts. Wir müssen diese Höhle finden. Diese eine Höhle. Wow. Mal hier rein. Kann man was da essen? Mal so machen. Oh, da ist das besser. Die schön gelbe Höhle. So. Ist das? So, pass auf. Pinguin? Und Fernbedienung. Ist das cool? So, und er hier? Wow. Oh, die Steuerung ist etwas... Oh, ist das cool. Wieso sind da so viele Diamanten? Oh, wie cool! So, eh zum Beenden. Oh, wie cool. Geh noch mal rein. Geh noch mal rein, ja? Oh. Sehr cool. Bei einer war noch drinnen, den holen wir uns. Wenn wir jetzt schon diesen Pinguin haben. Oh, ist der cool. Ich meine, wie viele Höhenteile haben wir inzwischen gefunden? Wo wir den überhaupt nutzen könnten. Aber, immerhin. Jetzt könnten wir uns zu Pinguinen schleichen, aber das muss man auch nicht wirklich, weil ja, zu denen können wir normal auch gehen. Sofort ansehen. Dankeschön. Kleiner Pinguin. Super. So, na dann. Messer und Konstruktionswerkzeug hier. Yeah. So, na dann. Das war das, was wir von da oben gesehen haben. Okay. So.
Ohne Fußbrechen. Hier. So. Hui. Fast. So, da vorne ist schon der Strand. Jetzt haben wir den Pinguin ausprobiert. Freue ich mich schon ein wenig. So, gut gelungen. Gut gelungen. Ja, noch ein schönes Schwefelbad. Ist gut für die Haut. Sieht echt etwas gefährlich aus in Schwarz. So, sehr schön. Na dann. So, wir haben einen Mini-Pinguin. Sehr cool. Finde ich super. Ach komm, macht wieder Lärm hier. Ah, ein Mini-Pinguin. Sonst fällt mir nicht irgendwie nichts ein. So, Moment. Sonst fällt mir nicht wirklich ein, wo wir den Pinguin verwenden hätten können und so. So. Dann müssen wir auch fest reparieren hier. So, und mit ihm. Nein! Oh! Welcome aboard, Captain. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Müssen wir auch reparieren hier? Naja, Integrität. So, passt. Blei haben wir nicht. Wir haben. Magnetit, Ionen, Diamant. Oh, alles voll. Gut. Dann rein in die Grabelkiste. Die Ankunftskiste. So, wir haben auch ein paar Schneebälle. Die könnte man dann werfen. Kann man die unter Wasser aufwerfen? Ach ja, das wollen wir jetzt gleich mal testen. So, hier. Nö. Doch! Und treibt nach oben. Ist das cool? Sehr cool. So, also rein mit uns. So, wir brauchen Schneebälle, können wir eigentlich wieder wegtun. Super. So, die kommen dazu Sachen. So, der Kleine, den finde ich total süß. Den werden wir mitnehmen. Den nehmen wir jetzt auf unsere Reisen mit. So, was brauchen wir denn alles mit? Ich würde gerne ein Wärmekraftwerk bauen. Schauen wir mal. So, Baupläne. Wo finden wir es denn? Wärmekraftwerk. Speerpinguin. Wärmekraftwerk? Hier. Das brauchen wir. Brauchen wir ein Flutlicht auch? Außenbeetkasten. Warum nicht? So. Also, was braucht man da alles? Wir brauchen. Boah, da brauchen wir aber viel Zeug. Zwei Magnetit. Haben wir eh so wenig nur. Okay, so, zwei Magnete. Dann brauchen wir das gute Titan. Da brauchen wir echt viel davon. Yeah. Dann brauchen wir ein wenig Glas. So, da verwandeln wir gleich noch mehr in Glas. So, passt. So, wir brauchen ein Aerogel. Ein Gold, okay, so Gold. Bam. Was brauchen wir noch? Aerogel, genau. Aerogel. Da haben wir es nicht. Aber, alles gut. So, Aerogel. Da ist es. So. Dann schauen wir da mal in dieses Frachterteil hinein. So. So, dann würfeln wir da mal gut zusammen das Zeug hier.
aber wieder raus. Aerogel, haben wir Glas, haben wir Gold, haben wir, vielleicht brauchen wir ein zweites Gold mit. Wenn wir ein zweites Gold noch mitnehmen. So, Aerogel, Titan, alles da, super. Was gerade passiert? Super, zurückgewonnenes Wasser. So, Schneepflaume, Schneepflaume. Dann würde ich sagen, könnten wir mal da ein wenig hier. So, dann werfen wir das ein. Nehmen wir das raus, werfen wir das rein. So, Inventar voll. Super. So, jetzt passt wieder. So, na dann. Ja, ich will da rein. Einsteigen. So, jetzt bin ich gespannt. Also, meine Lieben. Unser erstes Wärmekraftwerk hier. Na? So. Wir haben eh keinen Platz im Inventar, aber... So, wir stellen mal aus den Data-Anleger. Wir gehen mal Signal der Pilotin Margaret und die V-Base. So, dann schauen wir mal. Ich weiß, Crabs müssen wir noch bauen. Ist eine coole Sache, Crabs bauen, aber da werden wir noch ein wenig warten, glaube ich. Crabs bauen. So, jetzt bauen wir mal ein Wärmekraftwerk. Also, wir bringen mal alles hin. Der ist aber ein Wilder. Ein ganz ein Wilder. So. Ah, sehr gut, sehr gut. So, wir könnten die Markierung zu unserer Base auch abstellen. Die ist ja noch da. Aber im Moment ist alles gut. So. Hui. Ist schon schön, die Gegend. Oh, das viele Quarz. Jetzt dieser Sprengfrisch. Fisch, nicht frisch. So. Und ich glaube in die Richtung. So, und darunter, da müsste ich jetzt gleich Margaret auftauchen. So, und irgendwo in unserer Nähe, in der Nähe unserer violetten Base, müsste so ein Schlot sein. Margaret hat hier doch auch ihre Wärmeenergie her. So, na dann. Wo ist unsere Base jetzt? Da! Okay. So, dann schalten wir aber mal ab. Die Signale von Margaret hier und Signal der Pilotin. Oh, die violetten. Ah, oh, das sieht so cool aus. Diese violetten Kristalle. Super sieht das aus. Oh, die kleine Base, die kleine Base. So, da werden wir uns gleich irgendwo so in die Nähe parken. So. So, und jetzt schauen wir mal, wo wir ein Wärmekraftwerk platzieren können. Ist das nicht schon ein Schlot? Das müsste doch schon einer sein. So, wir probieren das jetzt. Ich weiß nicht, ob das noch alles so gut funktioniert und so. Na, wir schauen mal. Nö, 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 nö. Ja. Aha. So, und das hilft? Wir werden es sehen. Ah.
und Wärmekraftwerk steht. Bam! Unser Wärmekraftwerk. So. Ja, aber wo platzieren wir das hin? Das kann man ganz schwer nur da herstellen. Mhm. Wir machen das mal hier. Oh! Oh! Oh, ist das cool! Energie wie noch nie. Sehr cool. Was steht da jetzt? 50. 26. 28. Super. So, wann gehen wir? Na, vorher werden wir da noch mal kurz rein. So. Da haben wir ja in der Kiste noch Sachen. So. Gehen wir da mal raus. So, jetzt können wir auch die Markierung für die V-Base wegnehmen. V-Base, yeah! So, da sind wir. Welcome aboard, Captain. So, was kommt da rein? Wie wär's mit sowas? Ja. Yeah. So, dann könnten wir. Wie wär's mit so Wandtöpfen für die Melonen? Was machen wir? So, eins. 2 und 3. So, 1. Geht nicht. Okay, dann muss das zuerst mal wachsen. Gut. In Betrieb. So, dann könnte man noch so einen Pot herstellen, so einen Innenbeetkasten. So. Wunderbar. Da könnte man reinpflanzen, was weiß ich, das und das. Schnittpflaumenbaum, yeah. Die würde ich nicht da, das, so, die packen wir da rein. So, und die können wir essen. So, wie sieht's hier aus mit Glas? Geht da ein Glas? Oh, oh, ist das cool. Finde ich gut. So, vielleicht sollten wir auch eine Verstärkung einbauen. Oh, wir brauchen Lithium. Was haben wir noch im Inventar? Nix. Gut. Dann... Oh! So, Moment, Moment. Wir nehmen mal das raus, das raus, das raus und planen die Verstärkung. Wir brauchen 3 Titan, das haben wir natürlich nicht. Hm, okay. So, dann kommt das, das, das da rein. Und wir schnappen uns jetzt... Ugh. Wir suchen jetzt ein paar Ressourcen. Einfach da mal auf der Seite bleiben. Da ist ja der Dicke irgendwo. Ja, leicht ängstlich bin ich da. Und Quarz. Ich kann ihn nicht scannen. Ich kann ihn nicht scannen. Aber große Zähnchen. Ein Riesending hier. Bin ich froh, dass es diese Kristalle hier gibt. Und weg ist er. So, guter Zeitpunkt, um auch wegzugehen. Was war das?
Ach so, das Wasser, ja. Ich weiß nicht, ob es hilft, aber einfach hier im Boden näher bleiben ist schon ganz gut, glaube ich. So. Ist aber cool, da kommt immer mehr Energie jetzt über unser Wärmekraftwerk. Finde ich gut. Finde ich gut. Oh, wenig Silber. Oh, oh. Super. Brauchen wir eh gerade Titan. So, jetzt sind wir wieder da. Weg mit Ding. Und da haben wir irgendwo genau die zwei Schleepflaumen. So, jetzt eine Verstärkung. Da würde ich sagen, die kommt da an die Wand. So, wunderbar. So, und eigentlich könnte man da auch gleich noch einen Kasten dran tun. So, jetzt haben wir zwei. Das Wasser lassen wir auch gleich da. So. Da könnte der Kasten dran. So, wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann räumen wir mal da raus und packen sie in den anderen Kasten. So. Super. Können wir den dann später wegtun oder wir lassen ihn für Pflanzen hier. So. Ja, super. Jetzt haben wir Wasser. Also, wie geht's da drin? Alles voll, alles Energie, yeah. So, und wenn die eine, ich glaube, da ist sie drin. Nö, da ist sie drin. Nö, ja. Wenn die gewachsen ist, verteilen wir sie dann zu den anderen. Ja, super, super. So. Was können wir noch machen? Irgendwas Absurdes. Ja, dorthin müssen wir auf jeden Fall noch, ich weiß. Er ruft uns. Wow. Das ist schon ein Riesenteil, das Ding da. Wenn er da abtaucht, ist die Frage, von wo kommt er wieder? Boah, da geht es ja noch tiefer runter. Klar, da muss tiefer runter gehen, weil das Ding ist ja riesig. Wow, da geht es aber echt tief runter. Will ich da jetzt kurz runter? Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Wow, was für eine Riesenhöhle da unten noch. Wow. Okay, da könnten wir aber noch einmal tatsächlich noch einmal runter. Einmal noch einmal runterschauen. Wäre vielleicht interessant. So, hier haben wir noch einen Spind. Bam. So, und da packen wir auch Zeug rein. So, machen wir das. Einmal noch. Ach komm, wir haben Zeit. Wir haben doch Zeit. So. Sollten aber auf jeden Fall so von der Seite rein. Und nicht von da. Oder wir bauen uns einen Krebs und schießen mit dem Torpedoarm 15 Mal auf das Ding. Natürlich auch eine Möglichkeit. Wir markieren mal die V-Base.
So, wenn wir da runter gehen. Ist aber nicht so schlimm, er kann mich nicht beißen. Jetzt dreht er doch gleich wieder um und macht nochmal, oder? Ja, wusste ich's doch. Oh, das ist ein Riesengerät. Meter. Nicht schlecht, Herr Gesangsverein. Es gibt sicher angenehmere Orte, um Ressourcen zu sammeln. Was ist die hier? Oh, okay, nächstes Projekt wird einmal sicherlich der Krabs werden. So, wir packen da unsere Ressourcen rein. Und dann würde ich mal sagen, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.